Soll ich die Taschenlampe ausmachen, nicht in Deckung gehen? Schnell, bevor der Klicker wieder kommt. So, da hinten. Weil das Problem ist, wenn ich erst den Klicker mache, dann kommt die hier garantiert angerannt. So, was ist denn das da hinten? Ein Runner, okay. Das ist der Durchgang für den Klicker. Ach shit, ich... Ja. Ah, dieses Waffengewechsel, ne? Weil du einfach nicht auf Knopfdruck wechseln kannst, sondern erst umständlich ins Menü musst und das Holster wechseln musst. Und ah, ich habe jetzt nicht dran gedacht. Okay, dann muss ich da den Klicker machen. So, jetzt wechsle ich hier mal gleich. Stimmt ja, das geht ja hier nicht. Ich habe ja nur ein Holster fürs Gewehr. Natürlich Kacke ist. So. Alter, ich hab... Oh, da dreht er sich genau in dem Moment um. Das ist so ein Dummbatz, Mann. Nervig. Okay, der geht da rüber. Jetzt aber. Meine Güte. Sehr schön, Dina.
Verdammt. Ich bräuchte mal noch ein zweites Gewehrholz da tatsächlich. Das wäre nice, aber wenigstens ist meine Lebensenergie wieder ein bisschen aufgefüllt. Eine Sammelkarte. Medikit. Nachladen. Ja, bringt mir aber nichts. Sonst trotzdem nicht aufhalten, aufheben. So, gab's hier noch was? Aber deshalb verschwende ich keine Medikits, weil du nimmst vielleicht ein Medikit, ja, weil du wenig Lebensenergie hast. Und dann kommt so ein Klicker an und killt dich halt instant und dann hast du halt das Medikit. Völlig umsonst genommen. Und kannst vielleicht keins herstellen, weil du nichts mehr hast. So, hier ist aber auch kein Tresor. Wie gesagt, ich hatte ja eigentlich in der Bank einen erwartet. Ina läuft geduckt. Das ist immer kein gutes Zeichen. Da schleicht doch noch einer rum. Einfach so. Sowas. Voll. Klinge. Aha.
Hier liegt ein Medikit. Habe aber auch alles voll. So, weiter nach oben geht's nicht. Ja, habe ich jetzt aber auch keinen Tresor gesehen, ne? Irgendwo muss da mal wieder einer sein. Hey, hier lang, glaube ich. Hä? Wo lang willst du? So, was haben wir hier noch? Irgendwie nix. Na gut. Wie gesagt, in der Bank hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet, dass da ein Tresor steht. Aber den Gefallen tun sie mir anscheinend nicht. Die haben das Geld gar nicht aufgehoben, ne? Die haben es bestimmt gleich in die eigene Tasche geschaufelt. So, jetzt muss ich auch mal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Theoretisch muss ich ja in die Richtung, ne? Also gehen wir nochmal da hoch und gucken mal, ob wir durch das Gebäude da irgendwie kommen.
Hier zum Beispiel. Okay. Wir sind drüber. Ach. Und jetzt? Würde ich sagen, vielleicht hier lang. Hey, Dina. Ja. Nimm meine Hand. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Nee, wir hätten es nicht geschafft, um die Frage zu beantworten, denn wäre Dina nicht gewesen. Oh, in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Hallöle. Guck mal. So, und du kommst mal hierher. Wie, du lebst noch? Okay. So, also wir sollten ja auf jeden Fall auch aufpassen, wo wir hintreten. Oh, noch eine Sammelkarte. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche, ja, jetzt finde ich massenhaft Gesundheitszeugs, ne? So, ging es hier noch irgendwo in irgendein Hinterzimmer oder so? Nee. Nee, nee, nee. Gut. So, ich bin ja mal lieber ein bisschen vorsichtig. Ich habe keine Lust, selbst in so eine Falle zu latschen. Das wäre äußerst uncool. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Tja, wo willst du hin? Denn nach oben. Muss doch mal schauen, was hier so ist. Auf jeden Fall eine Klinge. Klebeband. Munition. Zettel. Oha, da hat aber jemand Langeweile gehabt. Immer noch keine Scars. Noch 4 Stunden Schicht. Scheiße. Das sage ich mir auch immer, wenn ich noch 4 Stunden Schicht habe.
Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Schätze, wir müssen hier runter. Oh, Ellie? Fuck. Mir geht's gut. Na los. Isolia? Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Oh, wir werden sie schon finden. Keine Angst, Dina. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Und eben Zeichnungen. Ein Gruß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe. Ob du willst oder nicht. Eine gute Situation. Ja, ja, der gute Bill. Frag mich, was aus dem geworden ist, ne? Der noch lebt? Oder ob sie ihn auch inzwischen erwischt hat? Zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Mhm. Ja, gut. Wäre mir jetzt wahrscheinlich auch aus Kotzen gekommen.